Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in dem Video widme ich mich der Architekturfotografie in München. Für mich ein komplett ungewohntes Pflaster, weil ich ja eher in der Natur mit der Fotografie zu Hause bin, aber ich möchte mich weiterentwickeln und deswegen bin ich heute hier. Hinter mir ist das BMW Museum und das soll hier mein erster Shot sein. Was mir jetzt gleich ins Auge sticht hier auf der Brücke, auf dem Hinweg zum Museum, ist hier diese Brüstung. Die ist halb rund, nach links zieht die schön die Kurve und die mache ich mir jetzt zunutze und hoffe einfach mal, dass das jetzt ganz gut rüberkommt. Vielleicht mache ich das jetzt auch erstmal aus der Hand, muss ich mal gucken. Aber okay, Blende 4. Ich sehe jetzt schon, okay, ich habe kein lichtstarkes Objektiv dabei. Ich bin jetzt schon auf ISO 4000 auf einer 4er Blende. Und kann da die Kamera nicht ruhig halten auf 1/60, 1/80. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, ob ich ein ganz kleines Stativ hier auf der Brüstung aufbauen kann. Wahnsinnig laut ist es hier. Ich bin es ja gar nicht mehr gewohnt, so einen Lärm hier zu haben. Echt. Bin mit dem Standpunkt hier aber überhaupt nicht zufrieden. Jetzt muss ich die Stative wechseln, weil das andere Stativ ist mir einfach zu hoch. Okay, jetzt habe ich hier die Besonderheit, dass ich die ganzen Autos da nicht mehr drauf kriegen will. Deswegen muss ich hier relativ nah ranzoomen. Okay. So könnte es jetzt klappen. So, jetzt mache ich das erste Bild mal. Auf einer 18er Blende fotografiere ich jetzt auch, dass ich diese Laterne so ein bisschen als Stern einfangen kann mit 30 Sekunden Belichtungszeit. Und das soll es jetzt sein. Fokussiert, automatisch habe ich das Museum. Alter, was hier los ist in der Stadt, oder? So, das erste Foto ist im Kasten. Ich bin einigermaßen happy damit. Es gibt wahrscheinlich noch unzählige weitere Perspektiven. Aber ich möchte noch ein, zwei andere Shots hier in München heute aufnehmen. So mache ich mir jetzt wieder zu meinem Parkplatz und fahre nochmal in die City rein. Okay Leute, das ist jetzt für mich ein bisschen ungewohnt. Ich bin jetzt hier am Friedensengel. Mir schauen jetzt ungefähr 50 oder 60 Leute zu, die auf den Stufen direkt vor mir stehen. Hier am Friedensengel möchte ich jetzt die Strichspuren der Autos aufnehmen. Und ich dachte, gut, der Springbrunnen ist vielleicht an, da habe ich mich getäuscht. Somit nehme ich den jetzt nicht auf, sondern habe jetzt mein Tamron-Objektiv rausgenommen, das 70 bis 180. Und richte das jetzt im Hochformat einfach mal auf die Straße vor und nehme diese Autos auf. Und da gibt es einen Trick, wenn man die Autostrichspuren schön aufnehmen möchte, dann sollten diese Autos sich bewegen. Also warte ich jetzt einfach die Ampelphase ab, wenn es grün wird, dann drücke ich auf den Auslöser. Und ich zeige euch mal, wie ich die Kamera aufgebaut habe. Und das ist jetzt hier der Plan. Ich warte jetzt, bis sich die ganze Autoschlange vorne an der Ampel sammelt. Dauert jetzt wahrscheinlich ein, zwei Minuten. Und dann nehme ich das Ganze so mit 10 Sekunden auf, weil 10 Sekunden reichen mir, um diese schönen Strichspuren drauf zu bekommen. Blende wähle ich irgendwas mit F14, F16, sowas. Ich warte jetzt einfach noch, bis ja, auf der anderen Seite auch noch genug Autos sind und dann mache ich so das Foto. Und hier im Hochformat sehe ich wenig von den Häusern und hier der Umgebung, die eigentlich echt hässlich ist. Jetzt hier im Winter ist ja nichts Grünes da. Deswegen konzentriere ich mich jetzt nur mal auf die Autos. Aber so macht es jetzt für mich Sinn. Jetzt stehen zumindest mal ein paar Autos da an der Ampel. Und sobald es grün wird, mache ich den Shot. Und dann geht es weiter runter zur Oper. Ich glaube, der Shot ist jetzt was geworden. Ich schaue mal kurz rein.
Sieht ganz gut aus. Ich glaube, damit kann ich leben. Das Ganze ist sehr symmetrisch irgendwie aufgebaut. Und ich habe auch wirklich geschaut, dass ich genau in der Mitte stehe, in der Mitte von der Straße. Genau, und zu den Einstellungen. Ich habe auf einer 14er Blende fotografiert und 10 Sekunden lang belichtet. ISO 100. So Leute, ich bin jetzt hier an der Oper in der Münchner Innenstadt und habe mich jetzt hier an der Parkhausausfahrt positioniert. Und zwar mit meinem Weitwinkel mit dem 14 mm von Samyang und warte jetzt ganz vergeblich, dass irgendwann mal ein Auto hier rausfährt. Ich habe nämlich vor, wieder Strichspuren aufzunehmen. Also ich möchte die Scheinwerfer und die Bremslichter bei diesem Shot aufnehmen von einem Auto, welches hier irgendwann mal hoffentlich hochfährt. Ich habe die Kamera jetzt schon perfekt ausgerichtet, habe eine 8er Blende eingestellt und fotografiere das Ganze auf 10 Sekunden, weil ich mir vorstellen kann, dass es auch echt so lange dauert, bis ein Auto hier einmal um die Kurve fährt. Ja, jetzt muss ich halt einfach mal warten, ne? Ich zeige euch mal die Location. Okay, jetzt geht's schon los. Da kommt ein Auto hochgefahren. Mal schauen, ob das was wird. Oh, das ist ganz schön schnell gewesen. 10 Sekunden. Ist was geworden, aber das Auto war irgendwie zu schnell. Da kommt noch eins. Ein Versuch habe ich noch. Jetzt drücke ich drauf, mit der kurzen Auslöseverzögerung. Jetzt mal gucken. Oh, da fährt viel schneller hoch. Also es kommt tatsächlich echt auf die Geschwindigkeit drauf an. Aber auch das Bild ist einigermaßen gut geworden. Vorhin am Friedensengel war das echt eine Überwindung, da vor so vielen Leuten in die Kamera zu sprechen. Ich bin das ja gar nicht gewohnt. In der Natur bin ich ja immer ganz alleine. Da schaut mir keiner zu, großartig. Aber mal, da muss man halt auch aus seiner Komfortzone rauskommen. So, jetzt geht's weiter. So, ich bin jetzt an der nächsten Location am Arnulfsteg. Und hier nutze ich die Symmetrie der Linien. Also ich achte hier auf Linienführung und es ist nichts anderes wie auf dem Steg am Ammersee oder am Wörthsee. So, jetzt habt ihr ungefähr eine Vorstellung, wie es hier aussieht. Und ich bin hier auch wieder extremst weitwinklig unterwegs. Ich lasse die oberen Linien in die oberen linken und rechten Ecken zulaufen und unten meist genauso. Hier ist es jetzt so, dass hier Menschen durchlaufen durchs Bild und deswegen wähle ich auch hier jetzt eine lange Belichtungszeit, so circa 10 Sekunden. Dann sind die Menschen verschwommen oder gar nicht mehr zu sehen. Und um diese Zeit zu erreichen, muss ich eine 18er Blende wählen und bin auf ISO 100. Und die Kamera habe ich jetzt waagrecht ausgerichtet, mache das Foto und es war dann mein letzter und vierter Spot heute Abend. Das war's, Leute. So Leute, wir haben jetzt gleich 20.30 Uhr. Ich muss zuschauen, dass ich nach Hause komme. Obwohl ich jetzt ein schnelles Tempo vorgelegt habe, habe ich gerade mal 4 Locations hier in München geschafft. Weil man doch mit dem Auto immer ab und zu fahren muss, ne? Ja, wenn euch diese Art von Video gefallen hat, kann ich gern nochmal nach München fahren, um noch weitere Spots hier für euch abzuchecken. Es gibt auf jeden Fall noch hunderte hier in München. Also ich sage jetzt schon mal Servus, euer Sigi. Gebt mir gern ein Like oder ein Abo für mein Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!